Dragon Will 2, drei Kelche. Schnapper. Ah, oh, wieder so ein hübsches Level, das mich ganz konfus macht, weil überall alles kreuz und quer rumsteht. Brillante Lebensblume ist das Ziel. Erschaffe winzige magische Münzen 10-mal. Verschmelze 5 wütende Lebensorbs auf einmal und tippe auf einen Lebensblumentotem 30 Mal. Okay, dafür müssen wir den freischalten. Das ist jetzt das kleinere Ding. Jetzt mal eben schauen. Wir haben keinen Drachen, aber wir haben diverse Wolken zum Freischalten. Die Blume bekommen wir nachher über das Totem. Was war das andere noch? Die Orbs müssen wir hinkriegen und die Münzen. Also die Orbs hinkriegen, naja, die sind hoffentlich unter irgendeiner Wolke. Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Ich bin dafür, dass wir uns auf jeden Fall mal auf Fünfer-Merges konzentrieren und nichts aus Versehen im Dreier-Merge machen. Und dann immer schauen, wie weit wir quasi kommen. Pilztechnisch wird da hinten was verlangt. Hier wird Baum verlangt. Und hier haben wir Stein und nochmal Baum, aber aus einer anderen Reihe. Okay, dann schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen, oder? Nehmen die Pilze, das da hoch. Hier haben wir nochmal einen roten Pilz. Wir lagern mal ein bisschen aus. Hier noch einen Pilz, da noch einen Pilz und dann hier den nächsten Fünfer. Dann haben wir das. War ein bisschen blöd arrangiert, so. Und dann haben wir hier noch einen roten. Okay. Schon verwirrt. Mir fehlt noch ein roter. Aber wir haben hier fünf. Wir können die mal zusammenbringen. Und ist danach nicht schon der blaue? Doch. Hiernach kommt der blaue mit dem Regenschirm. Dann machen wir da. Das mache ich. Da mache ich einen Dreier. Den da hinten rein. Okay. Hier kommen schon mal Orbs. Was müssen wir nochmal machen? Fünf wütende. Das sind die hier. Auf einmal verschmelzen. Kann ja jetzt nicht so schwer sein, oder? Dafür nehmen wir einfach mal die da runter. Den Baum da hoch. Das dahin. Wir warten mal noch ab. Vielleicht kriegen wir da noch einen Fünfer-Merch zusammen. Was können wir denn noch in Fünfergruppen machen? Den auf Seite. Wir können das hier noch machen. Alles auf Seite räumen. Dann haben wir hier fünf. Den darunter. Die Steine können wir auch machen. Da haben wir auch auf jeden Fall fünf. Das machen wir aber hier drüben. Boah, sehr ungünstig gefallen. Aber mal so und so, genau. Dann den dahin. Machen wir mal hier drüben weiter. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da haben wir vier. Wo haben wir den? Da habe ich den noch gesehen. Da haben wir den einen. Den haben wir hier noch. Okay, jetzt sind wir auf der Ebene. Das mal da hoch, das darüber. Die Bäume können wir auch noch. Nein, nicht der, der hier. Dann den da hoch. Dann machen wir da noch mal eine Fünfergruppe. Oh Gott, jetzt wird es hier voll. Von dem, den brauchen wir ja nicht, ne? Nee, genau. Jetzt können wir fünfmal Traube machen. Achso, können wir den nicht eigentlich schon? Das ist nach eine Stufe höher, okay. Was ist das für einer? Ist das schon, ist das Banane? Das ist Banane. Ja, es ist alles Banane. Nein, das ist der Bananenbaum. Machen wir mal da rein. Genau, jetzt können wir nämlich das hier machen. Dann können wir. Oh nee, Sekunde. Sekunde, Sekunde. Das noch auf Seite legen. Dann können wir das machen. Okay, wir haben die Aufgabe erfüllt. Das ist schon mal gut. Hier drüben können wir das gleich nochmal machen. Schadet hier auf gar keinen Fall. Hier können wir, glaube ich, den nächsten, genau, das nächste Ding freischalten für die Wolke. Dann können wir die auch frei machen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele Punkte wir nachher brauchen für das Totem. Deswegen nehme ich jetzt so viele Punkte mit, wie ich nur kriegen kann.
Wir werden es dann sehen, wenn es soweit ist. Ich will jetzt aber nicht riskieren, hier irgendwas einfach zu machen und dann festzustellen, naja, Pech gehabt, die Punkte reichen nicht. Deswegen gehen wir mit den Orbs so weit hoch wie nur irgend möglich. Was haben wir jetzt noch da hinten? Achso, Drachenbäume. Wo haben wir die? Gehen wir mal hier rein, ich sehe ja gar nichts. Die zwei darüber, das hier hin. Dann haben wir die, hier ist noch einer, da ein Fünfer-Merch. Das hier hin, den noch darunter, den darüber, den kleinen hier hin, den mal dahin. Nee, ich will den kleinen gar nicht so weit verbinden. Jetzt. Ja, es sollte schon reichen. Nehmen wir die noch. Dann haben wir hier die 5. Dann können wir das mal... Ah, da sehen wir es. 5.500. Okay. Ja, ist nicht ohne. Ich habe was mit 5.500 und so gelesen. Es war auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. So, da nochmal 5. Hier nochmal. Dann können wir da oben auch nochmal 5 machen. Was fehlt denn eigentlich noch? Achso, ich muss diese Münzen noch erschaffen. Das habe ich vergessen. Ich habe das mit den Münzen vergessen. Das lässt sich über die Früchte regeln. Ja, hätte ich halt machen sollen. Ne? Habe ich vergessen. Ja, werden wir jetzt, glaube ich, nicht mehr hinkriegen. Es sei denn, es zählen auch die. Nee, zählen die? Doch, das aus den Sternen zählt auch. Aber das ja, reicht halt einfach nicht. Okay, dann haben wir hier 4 rote, da noch einen grünen, 2 grüne. Ja, schauen wir mal, wie weit wir kommen, gell? Einmal hochjagen. 5.500, 500 und 5.000. Also 10.000, 11.000 und halt die außenrum so ein bisschen. Ja, ging auf jeden Fall jetzt ganz gut. Dann müssen wir da jetzt 30 mal drauf tippen. Das kann jetzt nicht so schwer sein. Haben wir gemacht. Aufgabe erledigt. Hier hinten den nochmal schnell antippen. Da kommen nochmal kleine Münzen raus. Aber es reicht halt nicht für die Aufgabe. Wir hätten wirklich... Ich habe vorhin noch überlegt, brauche ich die Früchte für irgendwas? Ja, brauche ich. Habe ich halt nicht dran gedacht. Aber gut, jetzt ist es, wie es ist. Ach, wir können aber hier nochmal... Sekunde. Da haben wir 3. Für noch einen reicht's nicht, gell? Ja, das ist schade. Sonst, warte mal, das noch da. Aber es ist keiner mehr da. Oder sehe ich es nur nicht? Nee, es ist keiner mehr da. Mm-mm. Also, den machen wir noch schnell leer hier. Keine Chance, wir müssen das mal eben zusammen machen. Wir können zumindest noch eine Traube rauslassen. Die bringt uns jetzt erstmal auch nichts. Ach, hier war noch so ein kleiner, süß. Wir kümmern uns jetzt um die Blumen, wobei das natürlich jetzt super einfach ist und ja, einmal muss ich die ja auch nur machen. Dann also einmal ist jetzt kein Hexenwerk, würde ich behaupten, oder? Geschafft. Ja. Also, wie gesagt, das mit den Münzen. Denkt dran, rechtzeitig die Früchte miteinander zu verbinden. Dann habt ihr die auch safe. Aber ist nicht weiter schwierig. Belohnung Prismablume 2-mal nehmen wir auf jeden Fall mit. Sehr gut. Boah, das nächste Level ist schon wieder eine Herausforderung. Oh, ja, also Herausforderung 43 dieses Wochenende. So sieht's aus. Freut euch drauf. Ich hab Angst. Ansonsten... Hören wir uns morgen für Dragonville 3, nein, 4. 3 ist ja die Herausforderung. Genau, Dragonville 4 ist dann für morgen dran. Euch einen schönen Nachmittag und bye bye.